Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut verstehen. Ich bin nämlich von einem Grippevirus ins nächste geschlittert. Oh, da können wir wieder was holen. In der letzten Folge haben wir ja hier so einiges getan. Es sind zwei Tiere, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir... Oh, sehr schnell. Alter Schwede. Ich hoffe, der andere ist nicht ganz so schnell. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir in diese Richtung unterwegs auch noch etwas machen können. Vielleicht kommen wir ja auch von hinten an die eine Sache ran, die wir beim letzten Mal nicht geschafft haben. Was machst du denn? Bespuckst du mich mit Säure oder was? Okay, oh, da oben... Nee, es ist kein Schalter, das ist nur... Ah, okay. Aber können wir trotzdem mitnehmen. Ich finde das so eklig hier mit diesen roten Viechern. Ist voll. Ja, können wir halt nicht mitnehmen. Na, kriegen wir das hin? Kriegen wir nicht hin. Ist zu weit weg, ne? Dachte ich mir schon. Ich muss mal eben da hinten schauen. Können wir da quasi hinter die... Oh, da sind noch mehr. Quasi hinter die Abtrennung gehen. Alter. So nicht. Hallo? Kann mich nicht bewegen. Okay, ja, komm her. Niemals stehen bleiben, niemals stehen bleiben. Sonst treffen sie dich nämlich. Die beiden da hinten sind okay. Solange die mich nicht angreifen, ist alles gut. Das hatten wir ja auch schon mal, dass die eigentlich gut waren. Also nicht hier so befleckt, sag ich jetzt mal, von dem Zeugs. Und einen trotzdem angegriffen haben. Kann ich dich auch noch mitnehmen hier? Ja. So. Moment, Moment, Moment. Was heißt das? Dass wir alle Blumen jetzt haben? Oder was hieß das jetzt gerade? Nee, grüner Daumen war das. Alle Pflanzenarten. Da ist ein Ausrufezeichen drin, aber... Hm. Also wir müssen links rum, das ist mir schon klar hier in dem Bereich, aber ich möchte mich hier halt gerne nochmal ein bisschen umsehen. Und ich meine, wir sind jetzt da oben. Das ist der Teleporter. Der Teleporter war... Ja, da müsste das hier, glaube ich, ungefähr gewesen... Ja, hier, das ist, glaube ich, in einem Bereich hier drin. Das heißt, wenn wir hier geradeaus und rechts irgendwo rumkommen würden, dann müssten wir theoretisch ja da ankommen, wo wir waren. Also in der letzten Folge. Oh Gott. Okay. Heute habe ich sie mal auf Anhieb. Hallo? Ach, die springt nicht, wenn die... Ach, du Schande. Also erstens, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ja, ist ja gut. Wie viel denn noch? Kriege ich gar nicht weggeheilt. Wieso geht das nicht höher? Hallo? Ah, jetzt. So. Ja, du solltest eigentlich mitkommen. Das ist jetzt das Problem. Der kommt aber ganz offensichtlich... Der kommt dann zwar mit und geht da raus. Oh, Mädel. Ja, wieso kann ich da nicht drauf springen? Muss man dann da den kompletten Umweg... Oh ja, ist ja gut. Das eklig gemacht hier. Muss man denn da den kompletten Umweg machen? Aber wie soll ich denn mit den Tieren hier? Ja, dich wollte ich nicht. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Moment. Und du? Du kommst jetzt gar nicht mehr mit. Doch, du kommst jetzt mit. Okay, gut. Ich wollte die zwar nicht sofort wegschicken, aber hier sind ja noch mehrere in der Umgebung. Aber wieso kann ich da so drauflaufen?
Aber ich kann da nicht hoch, wenn ich dann aus dem Zeug gerade rauskomme. Das ist ja... Das ist ja echt fies. Das ist eine ganz fiese Falle, ist das. So. Da oben ist, glaube ich, nur was zum Heilen, wenn ich das richtig sehe. Ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Die Frage ist jetzt... Eieiei, Moment. Da oben ist das Rote. Das müsste doch das in der Mitte gewesen sein, oder? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ach da. Genau. Das ist... Da muss ich genau hin im Endeffekt. Beziehungsweise... Komme ich denn von dieser Seite aus da ran? Boah, das Zeug ist so ekelhaft irgendwie. Okay. So, da hinten kann ich nur was machen. Hier ist noch... Ah. Oh. Oh. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch was, wo ich nochmal meine Punkte auffrischen kann. Aber nein. Da sollte ich lieber nicht hin. Die sind alle gut hier, ne? So wie es aussieht. Das ist nett. So, jetzt ist die Frage, kommen wir jetzt dahin, wo wir hin wollen? Ach so, jetzt sind wir da. Okay. Aber ich komme noch nicht so weit darüber. So weit kann ich hier nicht springen. Ja, 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 ja. Und euch kann ich nicht mitnehmen, weil ich nicht gehen kann, oder? Nein. Hier kann ich, glaube ich, gerade so gehen. Naja, okay. Da kann man noch. Okay. So. Ist jetzt die Frage. Waren die das, die was mit diesen Blüten da machen konnten? Moment. Ja, waren sie? Ach, dann gingen die auf. Das war das. Okay. Und dann komme ich zu einer Statue. Ja, sehr, sehr geil. Und dann komme ich auch hier rum. Okay, perfekt. Aber die Frage... Oh, nee, jetzt backt der nicht, ne? Ach, komm. Nimm ich einen anderen. Die muss ich jetzt alle verbraten. Okay. Das wäre dann quasi hier die Abkürzung. Die bringen uns jetzt aber nicht allzu viel. Warum ist der eine da geblieben? Hä? Ah, da oben ist aber nochmal... Okay, dann kann man hier drüber springen. Sehr schön. Schlecht ist nur, dass ich da hinten nicht weiterkomme. Ich muss endlich irgendetwas finden, womit ich diese rote Zeugs wegkriege. Hallo? Wie kriege ich dich runter? Moment. Achso, mit R. Okay, so. Sonst haben wir ja nichts mehr, ne? Was ist mit dem anderen? Der ist auch nicht mehr hier. Okay. Dann schicke ich euch schon mal weg. So. Und dann gucken wir jetzt mal. Dich muss ich noch wegschicken. Können wir das von hier aus? Ja, können wir. Okay. So, komm du mal mit. Du musst weggeschickt werden. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinten auf die andere Seite kommen. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich das Rote wegkriege. Hoppala. Weg war. Okay. Gut.
Schafft die das da hochzuspringen? Ich befürchte nämlich eher nicht, weil das so extrem hoch ist. Wir versuchen es mal von hier aus. Oh, okay. So, und da war nämlich jetzt das Problem, dass überall die Dinger davor sind. Und die machen nämlich böse Schaden. Kriegen wir denn hier nichts anvisiert oder so? Man könnte hier hoch. Bringt uns das was wahrscheinlich? Ah, nee, kommen wir auch gar nicht hoch. Okay. Ah, das ist... Boah. Das ist so blöd, dass ich nicht weiß, wie ich das wegkriegen soll. Hm. Wir gehen erstmal den normalen Weg entlang. Vielleicht kriegen wir ja irgendetwas. So, wir müssen da hinten noch freischalten. Können wir da so rum? Vielleicht kriegen wir irgendetwas hier noch, wodurch wir dann da hinkommen. Ich weiß es nicht. Also wodurch wir das freikriegen. So, perfekt. Noch vom anderen Ende. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Soll ich denn da... da links kommt man runter. Oh, es ist laut hier. Da links kommt man rein theoretisch runter. Na gut. Dann würde ich sagen, ich schaue jetzt nochmal, ob wir dann auf dem Weg hier vorne auch wirklich dahin kommen. Entschuldigung. Moment. Da ist Gras. Da komme ich aber so theoretisch rum, glaube ich. Soll ich jetzt da oben nochmal hin? Da ist ja eigentlich... Na komm. Aber das dürfte eigentlich nicht sein. Außer ein Heilpaket oder so. Ja, natürlich. Habe ich so richtig gesehen. Na gut. So, irgendwas hat hier, das hat noch geleuchtet. So. Uiuiuiui. Oh Gott. Okay. Dass ich mich hier verstecken kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Sache ist, aber... So, ihr seid soweit gut. Das ist okay. Achtung, ich komme mal rüber. Hallo, guten Tag. Ja, ich weiß. Oh, oh, oh. Calm down. Alter. Ja, sag nochmal. Hab. Was? Ich hab's jetzt nicht mitbekommen. Hallo! Oh Gott, wenn die jetzt alle bei mir gewesen wären, ohne dass ich die gezähmt hätte, ey, ich wäre sowas von am Eimer gewesen. Was ist mit euch? Kommt ihr mit? Ihr kommt mit. Okay, sehr gut. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich euch überhaupt darüber bringen kann. Muss ich euch überhaupt rüberbringen? Moment. Ich habe jetzt noch gar nicht ausprobiert. Moment. Ich geh mal eben gucken. Ist hier noch irgendwas, was ich mit euch machen muss? Moment, was ist das denn? Das sieht gut aus. So. Ah, sehr schön. Da muss ich hoch. Okay. Okay, da sind jetzt noch mal ein paar Böse. Aber
Aber wie komme ich dann da hin? Moment. Achso, ich muss dann über die Brücke. Ah, okay, okay. Ja, ja, okay. So, da. Aber wie komme ich denn hier? Doch, das ist auch über die Brücke einfach nur, okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Da sind nochmal die Bösen. Wobei hier auch welche gewesen wären sonst. Die kann ich dann später hier drüber machen, okay. Gut zu wissen. Also die Bösen, ne? Die sind natürlich nicht böse. Aber ich glaube, sonst habe ich alles. Komm mal von der anderen Seite. Bin wieder da. Kann weitergehen. Okay, ihr Lieben, dann kommt man mit. Das kann ich aber gleichzeitig machen. Naja. Nicht drängeln, bitte. Jeder hat Platz. So. Sechs Stück und drei von den anderen haben wir noch. Ja, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Komm her. Ja, komm mit. Komm. Wieso backst du jetzt da rum? Komm. So. Und dann gehst du den gleichen Weg wie ich. Dann backst du auch nicht, okay? So. Haben wir den schon mal? Und jetzt wird's interessant. Oh Gott. Der trifft mich sogar hier oben. Und warum kommen die mir so weit hinterher? Achso, jetzt wird's zurückgesetzt, oder was? Die schabe ich aber noch. Ha! Oh, come on! I want to help you! Ja, komm on, genau. Es war doch schon durch, ey, Leute. So, die können wir einfach mitnehmen. Ich glaube, den ganzen Rest haben wir jetzt soweit gemacht. Oh, da hinten ist noch irgendwas. Ich glaube, das ist noch eine Blume oder sowas. Okay. Haben wir das noch? So, wo war ich jetzt mit dem? Da oben ist eine Höhle. Irgendwas höre ich hier gerade. Das ist, glaube ich, da, oder? Ach so, das wird dann auch als unbekannt identifiziert. Gut. Da hinten ist das Räuchergefäß. Aber hier vorne kann ich noch einiges machen. Das ist gar nicht das Räuchergefäß, was ich meine, oder? Moment. Wir gehen jetzt erstmal hier. Da hinten sehe ich ja auch noch welche. Das ist nämlich das, wo wir jetzt eben waren. Kann ich da... Oh ja, muss ich nicht rüberspringen. Oh, was seid ihr? Aber ihr seid schon friedlich, oder? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Was? Das war so schnell. Nochmal. Jetzt laufen die auch noch. Alter, was seid ihr denn für süße Viecher? Ja, jetzt kriege ich auch noch die Zunge ab, hallo?
Oh, ist das süß. Oh. Also irgendwie sehen die auch böse aus ein bisschen, aber irgendwie sehen die auch süß aus. Was kann der denn? Wow, okay. Da hinten ist nur was. Achso, die dürfen hier nicht weiter, okay. Aber sonst ist hier nichts, oder? Wo man noch was reinmachen muss. Also was kaputt machen muss. Ja, ihr seid ja niedlich. Kommt mal mit. Dann schicke ich euch weg. Ihr seid ja niedlich. Kommt mal mit, dann schicke ich euch weg. Und der ist auch weg. Na gut. Wo komme ich denn da aus? Ach du Schande. Moment, so. Jenseits der Mauer? Oder wie verstehe ich das jetzt hier? Dass ich die immer noch nicht voll habe, ne? Bin ich denn... Ach, Moment, da ist das Dorf, oder? Da muss ich doch hin. Ja, klar. Ach, Mist, ich wollte eigentlich den Rest da oben noch machen. Was haben wir denn hier? Der ist aber süß. Die haben wir schon, oder? Korallen? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir die schon haben. Okay, da hinten sind die gleichen nochmal im Böse, wenn ich das richtig sehe, oder? The infection is spreading. I have to document this. Okay. Ich muss eigentlich erst da rein, aber ich würde sagen, ich mache erstmal. Oh, die haben Panzer. Oh. Alter, kann er eigentlich hier rüberspringen oder was? Boah. Eieiei. Okay. Gut. Dann habe ich euch zumindest schon mal gut gemacht. Das ist schon mal... Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Korallen und so weiter. Aber da ist jetzt so nichts Wichtiges. Nur nichts zum Einsammeln. Hallöchen. Dich muss ich mal eben fotografieren. Tut mir leid. Halt. Warte, kann es sein, du bist es? Der Mensch, der da heißt Quarkbrei. Oh nein, bitte nicht. Die Ohol sprechen die Wahrheit. Du bist so schlecht gekleidet, wie sie behaupten. Das ist deine Uniform. Ich habe mir die nicht ausge... Ach, egal. Ich suche nach Trilo. Lebt Trilo hier? Das ist bedauerlich. Mhm. Wieso? Wir befassen uns nicht mit Dorfstreitigkeiten. Wir sagen nur ein- oder zweimal am Tag Halt. Du willst Trilo, Quarkbrei? Ich will immer Quarkbein jetzt sagen. Sprich mit Dorfoberhaupt Kamlo weiter oben. Also darf ich durch? Weißt du das Kennwort? Oh. Nein. Natürlich nicht. Es gibt kein Kennwort. Komm rein. Fühl dich wie zu Hause. Eieieiei. Okay. Kann ich hier denn wenigstens mal was Neues machen? Oder habe ich nicht? Ich habe mal wieder für nichts Platz, ne? Oh, das ist so... Wieso habe ich hier die ganze Zeit den Stab gezückt? Ist hier irgendwas? Nee. Okay, dich muss ich auch mal eben fotografieren. Tut mir leid. Nomtastic. Ja, genau. Einmal lächeln. Genau. Okay, haben wir sonst noch jemanden mit... Nee, ne? Dorfoberhaupt Kamlo.
Der angesehene Mensch. Wir haben dich erwartet, Victoria Hamilton. Was? Wow, ein Name, das mal einen richtigen Namen verwendet. Ach, hieß die wirklich Hamilton? Das ist mal was Neues. Einem Ohol zu vertrauen, ist töricht. Fünf Ohol zu fragen, ist weise. Der Pfad ins Grasland, Victoria Hamilton, dürfen wir annehmen, dass er frei ist? Ja, das Tor ist offen. Euer Volk kann das Grasland erreichen. Nur so aus Neugier, gibt es hier einen Namen namens Trilo? Die Ohol fliegen anscheinend nur in eine Richtung. Was? Du hast es nicht mitbekommen. Trilo hat unser Erbe beschmutzt. Die sind nicht mehr Teil von Lanlania. Trilo wurde verbannt? Man könnte es so nennen, wenn denen nicht die Hälfte unseres Volkes gefolgt wäre. Oh! Trilo war ein außergewöhnliches Hirtennamen, bis die sich eines Tages zum Oberhaupt der Marubalan aufschwingen wollten. Trilo hat versucht, euch zu stürzen? Nun, auf gewisse Weise ja. Aber wieso nicht? Es hat durchaus den Anschein eines Putsches, unsere heilsame Disziplin in Frage zu stellen. Was ist denn passiert? Was erzählt ist, dass Trilo Lanlania verlassen und ein eigenes Dorf gegründet hat. Neu-Lanlania. Neu-Lanlania? Natürlich. Wo ist dieses Dorf? Es ist kein Dorf, es ist eine Ansammlung von Hütten im Dreck. Unwirtschaftlich, unelegant, schmutzig. Okay, aber wo ist es? Sieh nach oben. In den Klippen über diesem Dorf ist ein Tunnel. Ein Name bewacht den Weg. Die Welkeblüte in dem Tunnel ist giftig. Falls du eine Methode hast, diesen Widrigkeiten zu trotzen, dann nur zu. Wenn nicht, glaub uns, du kommst da nicht durch, indem du einfach den Atem anhältst. Verstanden, ich sollte gehen. Danke. Ich habe den Eindruck, dass hier ein strenges Regiment führt, Oberhaupt Kamlo. Wie sonst könnte ich hier in Lanlania starke junge Namen großziehen? Frag mich nicht, niemand will mir verraten, wie junge Namen überhaupt geboren werden. Oh, wir könnten es dir verraten. Wirklich? Oh mein Gott, bitte! Warst du schon mal beim Urquell? Was ist das? Sowas wie eine Wasserquelle? Auf Ava ist ein Urquell mehr als das. Wenn wir Namen Nesthüter werden möchten, gehen wir zu einem Urquell. Es gibt viele davon. Wir lassen uns nieder. Wir verbinden uns mit Ava. Wir warten. Irgendwann, wenn Ava uns liebt, entspringt dem Quell ein Nesthäkchen und findet seinen Weg zu uns. Ihr behauptet also, Babynamen würden buchstäblich aus dem Wasser kriechen? Nun, dem Schlamm, aber ja. Du bist schockiert. Aber dass Menschen ein ganzes Nesthäkchen in ihren eigenen Körper heranwachsen lassen, erscheint uns extrem. Ihr müsst schon viele Nesthäkchen gehabt haben, wenn es so leicht ist. nun, ja, Oh, habe ich was Falsches gesagt? Wir haben Ava viele Male gefragt, aber wir wurden nie mit einem eigenen Nesthäkchen gesegnet. Ich verstehe, es tut mir leid. Wir würden es gerne wieder versuchen, ein allerletztes Mal. Aber wir benötigen den Segen eines Schamanen. Und unser Schamane Grena... Grena hat uns bei der Spaltung verlassen. Dieser Schamane lebt also in Neu-Lanlania, dem anderen Sumpfdorf. Lasst mich gehen. Ich kann mit dem Schamanen darüber reden, dass ihr es nochmal am Urquell versuchen wollt. Das würdest du tun? Danke, Victoria Hamilton. Wie sich herausstellt, bist du eine gute Zuhörerin. Ja, definitiv. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendetwas finden.
so zum Meditieren, Statuen oder so. Moment, da können wir hin, aber wir können auch hier hin. Ist hier noch irgendwas? Ach, das ist die... Ah, nein. Und das wird dann von oben aktiviert. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ach, meinte er diese Höhle, aber die wird nicht bewacht. Aber ich muss doch irgendwie da durchkommen. Mann. Ich meine, es könnte jetzt natürlich sein, dass der Schamane mir jetzt beibringen kann, wie ich da durchkommen kann. Moment, ich höre was. Ich höre was. Ach da. Kleine Sau. Habe ich dich erkannt. Gotcha. Ha. So. Okay. Aber hier ist sonst nichts, was wir... Doch, da hinten ist... Oh, wie komme ich denn da hin? Ach, das kann ich hochheben, oder? Moment. Ist das jetzt der richtige Zauber? Das ist der andere, ne? Moment, hallo. Hä, ja, wieso hat er das denn mit dem nicht angenommen? Da erstmal wieder rausgefunden habe, was was ist. Ey, das ist wirklich... I'll never forget this place. So, da hinten kann man noch was bauen. Da müssen wir jetzt theoretisch nicht zurück. Muss ich hier nochmal gucken. Moment, das ist jetzt das Richtige, was ich sonst drin habe. Kann ich da jetzt einfach so drauf springen? Sag bitte ja. Oh, okay. So, da hoch können wir, aber hier ist nichts mehr. Ja, dann gucken wir nochmal kurz. Ich will die Folge jetzt auch nicht zu lange machen. Ich gucke jetzt in die Richtung. Ja, das ist ungefähr... Moment, was ist denn hier das Ausrufezeichen? Der Weg nach Neulalan ist durch eine erstickende Wolke blockiert. Das ist noch mehr Herausforderungen bevor... Sprech mit Stapun. Ach so, war das der Dings hier? Sollte ich noch einen Weisenstein wie den anderen suchen? Die Ma sagt, es gibt in dieser Region... Finde den verlorenen Tempel. Aber ich glaube, ich muss dann den Tempel finden, oder? Also das hier müsste dann ja quasi die Quest von dem Häuptling sein. Das heißt, ich müsste dann theoretisch in die Richtung... und müsste mit dem einen sprechen. Ihr seid umgewandelt, oder? Ja, euch habe ich eben umgewandelt. Die Frage ist, ist das jetzt hier? Weil durch die eine Höhle bin ich ja durchgekommen. Da soll ich den Weg rechts weiter folgen. Oh, ich darf ja nicht reinfallen. Nein, zeig mir das doch an und dreht mich nicht dabei. Och, jetzt steht der schon direkt vor mir. Können die irgendwie was machen vielleicht damit... Achso, da. Ah. Oh, hi. Euch wollte ich eigentlich nicht haben. So, okay, dann kommt man da hin und dann kommt man auch in den Tempel, nehme ich mal an.
Hier habe ich aber sonst nichts mehr. Da habe ich noch was zum Rübergehen. Wie ich die jetzt allerdings da rüberkriege, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich muss euch einfach nochmal streicheln. Komm nochmal her. Ja, ja, ich will die raue Zunge nochmal auf meine Nase spüren. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier mal einen kleinen Cut machen. Da ich nicht weiß, wie die jetzt zurückgesetzt werden oder ob die zurückgesetzt werden, stelle ich mich mal hier hin, vorsichtshalber, dass ich zur Not ein bisschen Abstand habe. Ja gut, die haben jetzt Flüchten drin. Damit die Folge nicht zu lange wird. Aber wir sind schon mal auf einem guten Weg. Wenn wir da nämlich jetzt weitergehen, werden wir definitiv zu dem Tempel kommen. Und wir müssen dann natürlich auch nochmal zurückgehen und die ganzen Sachen da in der Ecke mal ein bisschen abgrasen, wo wir eben waren, wo wir auch nicht weiterkamen, weil halt alles vergiftet war. Ich bin echt mal gespannt, ob wir das wirklich hinkriegen, das da auch wegzumachen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das in der nächsten Folge, dass wir da irgendwie was gezeigt bekommen, was gelernt bekommen oder was weiß ich was. Ich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!